Ich habe heute die Diskussion schweigend verfolgt, das haben Sie mitbekommen, weil ich weder für die noch die eine, für die andere Seite eine Meinung hier jetzt äußern möchte. Mir ist nur aufgefallen, dass genau das eingetreten ist, was ich leider befürchtet habe. Einige Auftritte mit, ich möchte es mal nennen, schauspielhaften Charakter, was ich sehr bedauere. Vor allen Dingen wurden auch viele Dinge wieder genannt, die nicht auf Zahlen und Fakten basiert haben, die teilweise nicht nachweisbar sind. Das ist, wie gesagt, sehr schade. Ich habe eine Meinung, ich habe eine persönliche Meinung. Natürlich, am Sonntag findet der Tag des offenen Gewerbegebietes statt. Ich lade Sie herzlich ein, mich besuchen zu kommen. Sie können auch gerne Fragen stellen, auch im Nachgang, warum ich zu dieser Meinung gekommen bin. Aber bewerten Sie einfach das, was Sie heute hier gesehen haben, für sich selbst und treffen Sie Ihre Entscheidung. Vielen Dank, Herr Manfred. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort, denn wir haben ja nächsten Sonntag, 27. in Aussicht, geben Sie nicht nur der Bundespolitik Ihre Stimme, sondern bringen Sie Ihre Stimme ebenfalls in die Zukunft, in die Entwicklung von Heddesheim mit ein. Ich bedanke mich, dass Sie es so lange ausgehalten haben und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Es ist nämlich Freitagabend. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut verstanden habe.